So, servus Leute und herzlich willkommen an Stunde Null. Servus. Servus. Geiler Auftritt eben erstmal. Also es war wirklich Hammer. Schön. Vielen Dank. Viele Leute vor der Bühne, es muss euch ja wahrscheinlich bei dem geilen Wetter auch jetzt gefallen haben. Was ist denn so euer Highlight am Alpenflair? Also für uns ist es halt mega cool, weil es richtig nah zu Hause ist. Also wir kommen ja alle aus der Gegend und von daher ist es halt einfach schön hier zu spielen. Also man spielt mit allen möglichen Bands, es geht von Schlager über Volksmusik bis hin zu ja, richtig großen Bands, Rockbands wie Volbeat und Freiwild und alle kommen da zusammen und feiern einfach ein großes Fest und das ist halt das Schöne daran. Und was ist so euer Highlight an Bands, die hier spielen, wo ihr euch unbedingt drauf freut, die noch zu sehen oder gestern gesehen zu haben? Also da ist sicher einmal Volbeat, dann Freiwild, wo wir uns immer drauf freuen, weil es halt einfach enge Freunde sind. Und jetzt gleich, jetzt ist auch Schweike hier, super, kommt noch einer dazu. Zu spät. Und jetzt gleich spielt Kiss in Dynamite und da freuen wir uns auch drauf, das sind auch Kumpels von uns und die machen richtig geile Mucke. Und, ja. Also muss man sich die anhören? Ja, auf jeden Fall. Und was ist so eine Band, wo ihr euch denkt, okay, es passt eigentlich, weil es Schlager ist, nicht so unbedingt zu eurer Musik, aber ihr denkt, boah geil, die will ich unbedingt auch sehen. So Kasselruder Spatzen. Oder so. Kasselruder Spatzen, das ist ganz klar. Auf so einem Festival, das ist cool. Freuen wir uns drauf. Das ist interessant. Ja, ja, die sind ja auch Südtiroler, von daher freuen wir uns, das ist cool. Und was ist so für euch so eigentlich an eurer Musik das, was ihr, was euch ausmacht? So? Also ich glaube, wir vereinen recht gut den Metal mit dem Deutschrock irgendwie so. Also es ist nicht irgendwie richtig hart, aber auch nicht eine Standard-Deutschrock-Nummer. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Wir kommen auch bei den Deutschrock-Fans gut an, glaube ich. Das funktioniert recht gut, wie wir heute auch wieder gesehen haben. Wir machen halt aber ein bisschen was Spezielles in dem... Also es ist ja eigentlich ein großer Verein so irgendwie. Also man kennt ja alle Leute, man spielt immer wieder zusammen, aber wir sind doch irgendwie dadurch besonders, weil wir nicht den typischen Deutschrock so machen. Ja. Jetzt die letzte und abschließende Frage. Was ist denn eigentlich der Grund für den Namen Stunde Null? Aaron, magst du da was? Ja, Stunde Null, also wir hatten vorher schon eine Band mit einem anderen Namen und irgendwann war da bei dieser Band die Luft raus. Und wir dachten uns, ja, was machen wir jetzt? Lassen wir das Musik machen, was uns alles so viel Spaß macht? Oder starten wir einfach ein neues Projekt? Und dann haben wir uns natürlich für die zweite Variante entschieden und dann haben wir eigentlich einen Neuanfang gestartet und dann kam irgendwie ja, der Name Stunde Null. Stunde Null bedeutet ja Neuanfang. Also wirklich so von Null wieder angefangen und einfach neu. Von Null angefangen. Wir hatten früher dann auch eine andere Formation. Und ja, jetzt mit Stunde Null haben wir auch Schweiki dabei, also unseren Bassisten. Und wir haben einfach von Null begonnen und haben uns gedacht, ja, wie nennen wir das Projekt jetzt? Und das war dann die Stunde Null. Das ist so ein schönes abschließendes Wort. Dann danke ich euch fürs Interview. Wünsche euch noch viel Spaß auf dem Alpenflair. Und bis dann. Ciao, Leute. Ciao.